Englands Sieg über Frankreich in der Schlacht von Bremen war die Normandie wieder in der Hand von König Heinrich. Doch ein Jahr später wendete sich sein Glück ins Gegenteil. 1120 starb sein Sohn und Erbe Wilhelm Äteling bei einem Schiffsunglück. Die Zukunft des Königreichs war in Gefahr. Heinrich brauchte dringend einen neuen Erben. Da er keine lebenden ehelichen Söhne mehr hatte, brach er mit der Tradition und wählte seine Tochter Mathilda. Heinrich ließ seine Barone schwören, Mathilda als Königin anzuerkennen. Doch als der König starb, brachen sie das Versprechen. England sollte nicht von einer Frau regiert werden. Mathildas Vetter Stefan ergriff die Gelegenheit und beanspruchte den Thron. Die Krise erreichte die Hauptstadt. In der Westminster Abbey wurde Stefan zum König gekrönt. Doch Mathilda wollte, was ihr zustand. Sie versammelte mächtige Unterstützer, die für ihren Anspruch in den Krieg ziehen würden. Ihr Konflikt ließ England im Bürgerkrieg versinken. Kämpfe wüteten im ganzen Land. 1141 konzentrierte sich alles auf eine der strategisch wichtigsten Städte im Königreich, Lincoln. Mathildas Verbündete hatten die Festung eingenommen. Doch König Stefan war entschlossen, sie zurückzugewinnen. Er belagerte die Burg und es entstand eine Pattsituation. In der Morgendämmerung des 2. Februar sollte sich alles ändern. Mathildas Halbbruder Robert von Gloucester eilte herbei, um die Belagerung zu brechen. Als Roberts Kräfte sich näherten, wandte sich Stefans Armee von der Burg ab und stellte sich ihnen entgegen. Robert könnte für Mathilda die Krone erobern, sollte seine Armee an diesem Tag siegreich sein. Ja, war mal wieder ein echt schönes Intro. Und super, dass der Ton passt. Und hi, Rui. Das kann ich nicht sagen. Schöne Landschaften, was sie da zeichnen. Zeigen. Ich muss jetzt echt mal nach England und mal durch die Gegend mal durchfahren. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr. Was es aussieht, werden wir jetzt hier bei der Belagerung helfen. Also entweder im Schloss. Oder draußen. Robert von Gloucesters Truppen näherten sich Lincoln. Ihre Aufgabe, die Burg von der Belagerung durch König Stefan zu befreien. Während Kaiserin Mathildas treue Truppen versuchten, von innen standzuhalten. Zunächst legten Roberts Truppen einen Hinterhalt, um feindliche Verstärkungen davon abzuhalten, die Armee König Stephans zu unterstützen. Fanden sie wohl damals nicht so geil, dass eine Frau an der Macht ist. Gut, heutzutage haben immer noch Leute damit Probleme. Aber es hat sich ja zumindest jetzt in Deutschland geändert. Okay. Position halten. Und wo kommt's jetzt? Roberts Mannen versteckten sich in einem geschützten Wäldchen und lauerten dort auf den Feind. Oh, da ist ein bisschen was los hier. Schöne Stadt. Ah, hier unten. Okay, ich würde sagen, wenn sie dann direkt vor uns sind, presch mal voll rein. Die Frage, ob sie überhaupt sie. Each sail the foe! Okay. Ich würde sagen, wir gehen in die Mitte rein. Und los. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das rein vom Kampf einen Vorteil hat,
wenn wir da aus der Verborgenheit angreifen. Klar, im Multiplayer siehst du die Truppen nicht. Robert besiegte die erste Kolonne von Stefans Verstärkungen, aber er wusste, dass noch mehr auf dem Weg waren. Oh, mal schauen, ob sich das ausgeht hier unten. Die gleichen wie vorher wieder. Und wir werden dann hinten wieder auf die... Und los. Die davon hauen jetzt ab, das ist nicht so gut. Und die Hälfte bleibt da. Sehr gut. Gut, wir bleiben immer hier drin. Indem er weitere Verstärkungen von Stefan eliminierte, konnte Robert die Belagerung fortwährend schwächen. Oder wir gehen jetzt hier mal auf die andere Seite. Und sehe ich hier die Straße nicht. Er hat sich aber gar nichts mehr. Das ist echt ein bisschen blöd. Und von da unten kommen sie jetzt. Ja, bis jetzt habe ich noch keinen Age of Empires Teil wirklich enttäuscht. Ich nehme jetzt den Stern auf der Karte ein bisschen als Hilfe. Weil erst hier würde ich es dann sehen. Ist das der Gegner? Okay, jetzt müssen sie ungefähr hier sein. Und raus. Ja, richtig. Das war jetzt aber leider nicht so glücklich. Mannen dezimierten die Verstärkungen von König Stefan und waren kurz davor, die Belagerung zu durchbrechen. Als er Verstärkung in Richtung Linken fortsetzte, schickte Robert eine große Anzahl von Verstärkungen, um seiner Vorhut zu helfen. Naja, groß ist relativ. Um die Belagerung weiter zu schwächen, musste Robert Stefans Versorgung abschneiden. Er nahm die nahegelegene Marktstadt ins Visier. Oh, Age of Mythology, das habe ich auch gespielt. Da gab es auch geile Mods dafür. Aber die zwei sind ja im Prinzip ja sehr ähnlich. Sind ja beides ja RTS-Spiele. Und da gibt's, muss man leider sagen, nicht so viele gute. Aber ich bin froh, dass es jetzt da wieder weitergeht mit den Serien. Aber Age of Mythology, da könnten sie auch mal wieder was Neues machen. Da hat man lange nichts mehr gehört. Oh. Und einmal vorstoßen.
Ah, das ist eine coole Taktik, damit einen aufsplitten. Ich glaube, ich werde das Spiel zumindest für mich mal ein bisschen leiser machen. Ist doch ein bisschen laut. Okay, dann hätten wir das hier auch. Die Ritter, die für Mathilda kämpften, trafen Lincoln ein, um Roberts Armee zu unterstützen. Oh, was kriegen wir? Oh, Ritter. Mit Lanzen. Die ich nach wie vor für sehr unpraktisch halte für Kriegssituationen. Lag, begannen die Vorräte von König Stefan zu stimmen. Ah, Autosave ist immer gut. Robert erhielt Nachricht davon, dass walisische Truppen unter Mathildas Banner unterwegs waren, um sich mit ihm zusammenzuschließen. Aber König Stefan ließ die Straßen nach Lincoln gut bewachen, sodass die Route selbst für die zähen Waliser nicht ohne Risiko war. Ah, das schaffen wir schon. Sprich, wir werden jetzt dann von der Flanke hier angreifen? Oh, es gibt Stress. Auf die Ritter werde ich mal ein bisschen aufpassen, weil die sind unglaublich stark. Ich hätte gerne eine einheitliche Formation von euch allen. Oh, die werden zerbröselt. Wurden Mathildas walisische Verbündete von den Soldaten des Königs überfallen. Roberts Mannen mussten den Walisern helfen, wenn sie beim Durchbrechen der Belagerung wiederum auf ihre Hilfe zählen würden. Ja, wie wär's da? Angreifen. Sehr gut. War schon ein bisschen schwach, dass ich jetzt da von denen nur Mathildas Verbündete Bogenschützen habe. Schlossen sich auf dem Weg nach Lincoln zusammen, um die Belagerung aufzuheben. Gut. Oh. Können Sie meine Kamera wieder ändern? So. Ja, das nenne ich jetzt mal halbwegs in der Armee. Jetzt haben wir 100 Leute. Die Frage, wie viel hier im Schatten noch stehen. Ich wette, wir werden belagert. Also wenn wir da reingehen, dass da noch mehr kommt. Für Hinterhalt. Wir werden es mal hier so postieren. Da laufen Truppen rum. Kommt eigentlich noch mehr? Roberts Truppen entdeckten eine große Kompanie von Stefans Soldaten, die die Oh shit, geht schon los. Ich bin so nah ran. Mein Fehler. Mussten sie die Blockade durchbrechen und die Armee vernichten. Ah, die Spikes waren jetzt nicht so geil. Das hat jetzt vor allem den Rittern wehtan. Schützen. Gut. Truppen zerstreuten die Armee des Königs, sodass die Tore der Burg unbewacht waren.
Schande, Freckes. Mit Baldenes. Oh, okay, jetzt ist ja, jetzt gehört's alles uns. Okay, ich werde gerade mal hier die zwei holen. Sie konnten nun die Burg nutzen, um ihre Armee zu verstärken. Armbrustschützen, sehr gut. Um die Belagerung aufzuheben, mussten sie die feindlichen Lager rund um die Burg zerstören. Ich hätte jetzt vor allem gern Bogenschützen. Auf der Nahrung haben wir 10 Leute. Okay, das ist schon mal sehr gut. Erst erstmal warten. Bogenschützen, Armbrustschützen. Ihr kommt mal hier hin. Wenn wir jetzt hier die drei Lager angreifen müssen, würde ich sagen, gehen wir von rechts nach links. Und hier wäre das Bogenschützen drauf. Ah, ihr zwei geht's ja hier vorne hin. Sehr gut. Da haben wir die Upgrades drin. Ja, 400 Gold. Dann würde ich mir das Upgrade hier noch kaufen. Oh, Verstärkung. Sehr gut. So, einmal hier nach oben. Und ihr zwei für die Kavallerie da vorne. Oh shit. Wo. Ja, okay, die paar hier. Ich glaub, da müssen wir nichts machen. Ah, hier könnten wir auch noch ausbilden. 3 untätig. Bitte gern Nahrung. Immer schön bei der Mühle für den Boost. Der Rest ist am Arbeiten. Cool. Und wir könnten auch einen Mönch holen. 200 Gold. Nee. Okay, 2 von euch darauf. Du kommst auch darauf. Und bitte Belagerungseinheiten. Das sollten aber kein Hindernis sein. Ja, und der Computer hilft ja auch mit. Lassen wir hier nochmal fleißig produzieren. Werden wir hier die Mauer voll machen und währenddessen werden wir mit denen hier da unten mal angreifen. Das müssten aber hier der Waffenknecht erstmal vor. Was sie natürlich wieder nett gemacht haben. Ja, es ist super. Okay, das ist sehr beschaubar da unten. Okay, aufteilen und dann haben wir das Lager hier. Sehr gut. Dann werden wir jetzt hier mal einen Rückzieher machen. Mathildas Truppen führten einen heftigen Angriff und gehen wieder hier rein. Eine von König Stephans Belagerungsstellungen. Oh ja, Einheiten upgraden. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier alle stehen? Bogenschützen. Ah, hier rauf. Entschuldigung, ich muss mal kurz räuspern. Einheiten um was jetzt erstmal. Reiter, schwach gegen Nahkampfeinheiten. Das ist schlecht. Oh
kämpfen die denn? Ach, da! Oh, shit. Kommst du mal da helfen, bitte? Oder hier, hier. Shit, auf das hätte ich achten sollen. Okay. Ich glaube, wir bleiben doch mal hier draußen. Was haben wir hier? Oben bitte. Hier kommt's daher. Hier kommt's auch daher. Gut. Ja, die sind krasser Problem. Die machen nur die Wände kaputt. Da Anführungszeichen nur. Hier wieder raus. Dann bauen wir hier die Armee auf und geht dann hier bei der Flanke rein. Nachdem wir jetzt auch keine Reiter mehr haben, sind die Spikes jetzt auch egal. Das muss bestimmt so sein. Das macht Sinn. Kein Bug natürlich. Von der Nahrung her, da haben wir hier alles voll. Wir könnten da noch ein paar Felder bauen. Ich glaube, das machen wir mit 3. Na, 2 erstmal. Sollen wir hierher kommen? Die machen nicht schlecht Schaden, da muss ich sagen. Oh, das Ding da unten nervt. Okay, dann machen wir jetzt den Angriff. Ich glaube, wir sind groß genug. Und die können dann erstmal hier weitermachen. Okay. Gruppieren auf die 1. 97. Oh, los geht's. Die wird sich jetzt wundern. Und hier brauchen wir Dorfbewohner, ganz dringend. Dorfbewohner, 2 von euch. Oh, das läuft ja besser als gedacht. Okay, da fehlt jetzt nur noch ein Lager. Dann bleiben wir hier erstmal stehen. Hier zwei, das hier bitte reparieren. Lassen Sie sich überhaupt trauen. Okay, hier. Bitte weiter produzieren. Okay, und wieder sammeln. Das schaut schon wieder besser aus. 2500 Trefferpunkte hat das Teil. Und die Wand gleich viel. Ich hätte jetzt vor allem gern Nahkampfeinheiten. So, nochmal neu kopieren. Auf die 1, 90 Leute. Und dann haben wir hier das letzte Lager. Oh scheiße, schon wieder so ein Turm. Den müssen wir aufhalten.
Fuck. Die meinen es jetzt ja. Ah, doch, die überleben das ohne uns. Gut. Vormarsch, da runter. Machen die? Ja, genau, in dem Moment kommen da wieder neue. Wir brauchen mehr Truppen. Entschuldigung. So. Oh, das schaut nicht so gut aus. Wir machen mal einen strategischen Rückzieher. Ihr könnt aber die Truppen auch alle hierher schicken. Zur Hälfte geschwächt. Schade. Was bringt mir das? Was sind diese Gebäude meiner defensiven Route? Truppenstellung, was ist denn das? Wir machen es einfach mal. Okay, Armbrustschützen. Bisschen panzerbrechend. Vier Leute machen nichts. Bestimmt nicht bei mir. Du machst ein Feld, bitte. Und du tust die Wand hier reparieren. Eine Mauer, besser gesagt. Okay, 56 Einheiten. Okay, probieren wir es ein zweites Mal. Kommt es mal raus hier. Ich glaube, die lassen wir jetzt hier draußen. Der Dorfbewohner kann jetzt mal das hier reparieren. Und hier sind wir jetzt alle auf Produktion. Na, der ist nicht auf Produktion. Ich sollte mal Gas geben, weil das hört hier nicht auf, hier mit dem mit der Verstärkung da. Upgrades hätte ich noch. Waffenknecht um 3, 450 Gold. Okay, wir werden jetzt angreifen. Los geht's. So, marschiert jetzt da rein. Ja, das ist schon viel besser. So, ihr könnt da auch mal mithelfen. Und hier geht's mal hier runter.
Die Armee des Königs war verstreut. Und wer nicht gefallen war, ergriff die Flucht. Also haben wir es geschafft. Nice. Nur alle wieder hier rein. Stefan wurde im Schutz seiner Männer gesichtet. Um die Belagerung zu beenden, was kommt denn da jetzt alles? Kräfte Stefan gefangen nehmen und seine Armee in die Flucht schlagen. Ja, jetzt kriegen wir Stress hier. Und ich habe viel zu wenig Einheiten. Shit, das sind Veteranenreiter. Autsch. Gut, das sind Waffenknechte und Bogenschützen. Was haben wir hier? Eine Mange. Gleich ein paar davon. Oh ja, Rüstungs-Upgrade. Wir könnten die jetzt erstmal hier abprallen lassen. Beziehungsweise von die Bogenschützen hier erstmal fertig machen lassen. So habe ich eine Chance. Auch von diesen. Okay, dann haben wir jetzt nur noch die da unten. Ich denke mal, die könnten wir schaffen. Schaut, wie dumm er ist. Er bringt die Truppen hier nach vorne. Da erwische ich ihn natürlich. Ohne dass er mich erwischt. Okay. Jetzt gehen wir raus, bevor sie die Wände hier alle einreißen. Gehen wir mit allem raus, was wir haben. Hoffentlich ist das kein Fehler. Und ab auf den König. Ah, ihr könnt zwar den hier angreifen. Okay, und wieder alle auf den König. Ja, ich glaube, das schafft er nicht. Aber es ist eine knappe Sache. Nice! Endlich gelang es Mathildas Männern, König Stefan gefangen zu nehmen. Und jetzt? Mathildas Truppen hatten die Schlacht von Lincoln für sich entschieden. Doch der Kampf um die Krone war noch nicht vorbei. Frauen an die Macht? Aber da hat sie schon mal gezeigt, dass sie was kann. Also in der Geschichte. Dass er sich da so auftürmt. Okay, liebe Leute. Ich jetzt erstmal Episodenschluss. Ich mache mal ganz kurz den Pause-Screen und dann komme ich wieder und dann geht's weiter mit der nächsten Episode. Bis gleich.